Hallöchen, ihr Lieben. Ja, wo wir gerade mal beim Thema Essen waren, habe ich mir gedacht, nein, kleiner Scherz, ich werde euch nicht zeigen, dass ich mir eine Pizza bestellt habe. Aber in diesem Karton ist heute etwas bei mir angekommen. Und zwar habe ich mir, tada, das Herbstset. Ich hole das mal raus. Oh, schaut mal, das ist eine tolle Serviette. Bei der lieben, abbestellt, bei der lieben Melanie. Sie hat ja jetzt eine Gruppe gegründet und da verkauft sie ihre selbst zusammengestellten Kits. Und das erste Kit war halt zum Thema Herbst. Und ich habe die ganze Zeit, bin ich drum rumgeschlichen, aber ich konnte nicht anders und ich habe es mir bestellt. Und schaut mal, ist das nicht lieb? Liebe Barbara, vielen Dank für deine Bestellung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Basteln. Liebe Grüße, Melli. Das ist doch süß, oder? So eine kleine private Nachricht in jedem, in der Bestellung finde ich total lieb. Ja, und dann zeige ich euch. Ja, als erstes ist das Ganze in so einer tollen Tasche verpackt. Finde ich auch schon mal cool. So, und dann schauen wir mal, was wir hier Schönes haben. Moment, ich muss mal kurz den Blitz ausschalten. So, ich musste mal kurz den Blitz ausschalten. So, jetzt geht's aber weiter. Also, wir haben hier einmal Embossingpulver und zwar in einem, ja, Golden Pumpkin Blush nennt sich das. Also es ist so ein Gold-Orange-Ton. Also ich bin gespannt, wie der aussieht, wenn der embossed ist. Ja, das werde ich euch natürlich zeigen, wie das aussieht. Irgendwie will mein Fokus gerade nicht. Aha. Ja, also das ist einmal drin. Dann einmal Yummy Yummy. Dann haben wir einmal diese Embellishments oder Die-Cuts, wie auch immer. Und da sind diese drin. Und das finde ich auch total schön. Herbst ist ja eh absolut meins. Und ja, ich bin gespannt, was mir da so Schönes einfällt, was wir da miteinander basteln werden. Ab morgen wird auf jeden Fall gebastelt. Genau, also die sind drin. Finde ich richtig schön. Und die sind von Echo Park. Dann ist drin, was haben wir denn da? Genau, da haben wir solche Schüttelelemente und das sind drei Stück. Solche, ja, die kann man halt und man stanzt sich den Kreis aus, klebt das drunter und kann dann hier seine Perlen und Deko reinmachen. Ja, finde ich cool. Dann ist drin ein halber Block und zwar ist der auch von Echo Park, das weiß ich, weil ich habe das Video von der Melanie gesehen. Und das ist halt Herbstpapier und das ist richtig schön. Also hier einmal dieses Motiv und beidseitig bedruckt. Hier, das finde ich auch richtig toll. Hier Eicheln. Ja, alles farblich ganz toll aufeinander abgestimmt. Ich denke, daraus werde ich mal wieder ein Album basteln, ein schönes Herbstalbum. Und ich wollte euch ja eh noch eine Bindung zeigen. Und da kommt das gerade ganz gelegen. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Genau meine Farben. Ich liebe den Herbst. Und genau, das ist dabei. Dann sind Cardstocks dabei. Und zwar einmal in einem ganz tollen Braun. Und das ist so ein bisschen, ja, strukturiert. Das Papier ist nicht ganz glatt. Also es ist aber auch nicht so. Ja, wie normaler Cardstock, sondern das kann man jetzt ganz schlecht erkennen, glaube ich. Warum will denn meine Kamera heute nicht fokussieren? Oh Gott. So. Doch, jetzt kann man das gut erkennen. Es sieht so ein bisschen aus wie geflochten. Ja, das haben wir einmal in Braun. Dann in Schwarz. Ja, die Sets werdet ihr in einigen Hauls schon gesehen haben. Da ich jetzt doch lange gewartet habe. Aber es musste dann doch her und irgendwie stimmt heute mein Licht nicht. Also irgendwas ist hier heute. Ach ja.
Ja, dann haben wir, was ist das denn heute? Oh Mensch, Fokus will nicht, Kamera will nicht, alles unscharf. Ja, also in Weiß und in Orange. Und das Orange ist live viel, viel schöner. Ja, das Orange ist richtig schön kräftig. Gefällt mir gut. So, und jetzt kommen wir zu dem Highlight, warum ich dieses Set einfach haben musste, weil das ist so cool. Und zwar, schaut mal, und zwar ist das dieses Lawn Fawn Stempelset. Und das heißt, das heißt gar nicht, das hat keinen Namen. Haben die nicht sonst immer Namen? J-Kites? Keine Ahnung. Ich habe immer gedacht, die haben einen Namen. Ja, auf jeden Fall ist das dieses Windvogel-Set. Ich hätte auch gerne das mit der Vogelscheuche gehabt, aber das gab es leider nicht mehr. Aber die Windvögel finde ich auch cool. Hier hat man die Windvögel in zwei Größen. Dann hat man hier die Schnüre, die man, also die Schwänze, die man hinten so dran machen kann. Oder hier, hello. Und hier haben wir dann ein Eichhörnchen, ein Vögelchen und einen Hasen. Die lassen die Windvögel dann steigen. Ja, und das fand ich so zuckersüß. Ja, und darum musste dieses Set dann doch mit. Ich freue mich, dass ich doch noch eins ergattert habe, weil ja, ich tue mich da immer ein bisschen schwer. Ich muss dann doch immer noch mal nachdenken. Und brauchst du das wirklich? Nein, ich brauche es natürlich überhaupt nicht. Aber ich freue mich dann doch, wenn es angekommen ist. Und ja. Ja, ihr Lieben, das war's, was ich euch zeigen wollte. Wie gesagt, bekommen tut ihr diese Sets. Also das, glaube ich, ist jetzt alle ausverkauft. Ich bin mir da aber nicht sicher. Aber es werden weitere Sets kommen. Die liebe Melli hat weitere Sets geplant. Es wird demnächst ein Weihnachtskit kommen. Und sie hat aber auch einen kleinen Lagerordner, wo sie dann Sachen verkauft, die sie auch sofort versucht.